Der T-Virus hat verschiedene Mutationsstufen. Resident Evil-Fans wissen, von was ich spreche. So ist es also nicht verwunderlich, dass sich der Atari nicht nur mit dem X-T-Virus infizieren kann, sondern auch mit dem AT-Virus. Über Infektion sowie Verlauf der Krankheit berichten nun im Folgenden die virologischen Professores und Doktores Blind German und Multiane. Die Umbrella Corporation wünscht Ihnen ein aufschlussreiches und vor allem lehrreiches Seminar. Viel Spaß! Schon wieder zurück und haben das nächste verbaut. Und das ist ja wirklich ein alter Bekannter. Mick und ich haben die Karte ja quasi, eigentlich genau die Karte, wenn ich das mal so sagen darf, schon in unserem Bridgeport-Special gezeigt, und zwar für den Commodore Amiga. Um genau zu sein, für den Amiga 500, eine Vortex AT1. Und die funktioniert tatsächlich 1:1 mit der entsprechenden Atari-Software. Auch hier im Atari, im Mega ST bei mir. Also, schauen wir uns mal das Ganze an. Ich brauche allerdings, ihr habt so ein leichtes Hintergrundrauschen vielleicht, das habt ihr vorher nicht gehabt. Die AT1 ist, was die Festplatten anbelangt, anscheinend eine ziemliche Zicke. Ich habe nur geschafft, dass sie tatsächlich auf eine Festplatte zugreifen kann, wenn ich ein originales Atari Megafile verwende und da dieses Megafile halt auch eine nicht überhörbare MFM-Platte beinhaltet und auch der Lüfter ziemlich laut arbeitet, haben wir zumindest jetzt hier für den Bereich der AT1 ein leichtes Hintergrundrauschen. Keine Angst, euer Lautsprecher ist nicht kaputt, das ist nur die Festplatte. Gut, dann starten wir unseren Freund mal. Oder ich gehe mal ins entsprechende Programm rein. Schauen wir uns mal hier was an, diese Einstellungsprogramme. Kommt uns ja sehr bekannt vor, im Endeffekt von der Amiga-Welt, schaut letztlich ganz genau so aus. Ich kann meine Grafikmodus einstellen. Hier haben wir eben den Olivetti-Modus, den ich auch hier empfehlen würde. Der T3100 Toshiba-Modus ist von der Auflösung auch 640 auf 400, quasi das gleiche. Und EGA-VGA ist natürlich, wie auch bei der PC-Speed und später bei der AT-Speed, das ist natürlich nur ein monochromer Modus, weil in dieser Bildauflösung von 640 auf 350 EGA bzw. 640 auf 480 VGA kann der Atari halt einmal nur schwarz und weiß darstellen. Das Schöne ist im Übrigen, jetzt sind wir nämlich ja auch in Richtung AT-Welt, 286er. Am Atari kann ich hier HD-Disketten verwenden, wenn der Atari HD-Disketten fähig ist. Das an sich ist ja nicht ganz so einfach. Ich habe in meinem Mega ST4 einen Umbau drinnen. Und dieser Umbau ermöglicht es, dass ich HD-Disketten ansprechen kann. Leider im Atari immer unter TOS nur ab der Version 2.0.5. Die habe ich jetzt nicht drinnen, aber interessanterweise und freundlicherweise geht das Ganze jeweils im PC-Modus. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an, würde ich sagen. Starten wir den guten Freund. Gehen wir auf AT1. Und dann übernimmt tatsächlich der 286er die Herrschaft im Atari. Man sieht hier die ganzen Einstellungen. Ich habe 2 MB Extended RAM, 640 KB Basis-RAM zur Verfügung. Das System fährt wunderbar hoch. Von der Festplatte gestartet, ganz genau. Also auch hier mal ganz kurz, dass wir einen Eindruck bekommen. Was schafft uns das Gerät unter dem Norton SI? Und ich komme auf 6,6. Das ist auch ein bisschen schneller als am Amiga, weil hier taktet die AT1 synchron praktisch zur 68.000er Welt mit 8 MHz. Und im Amiga beschäftigen wir uns ja dann hier mit entsprechenden PAL- bzw. NTSC-Frequenzen, also ungefähr 7,09 MHz. Das heißt, die Karte hat im Prinzip einen Vorsprung von ein bisschen mehr als 10%. Was machen wir hier? Wir starten natürlich auch Windows. Das Ganze ist ein bisschen flotter, denn
merkt man hier schon beim Hochfahren, das ist sehr viel schneller aufgebaut, das Ganze. Und obwohl die Festplatte an sich eine viel ältere Variante ist, ja, die MFM-Platte ist natürlich langsamer als die Festplatte, die wir vorher verwendet haben, aber er kann auf ein bisschen mehr Arbeitsspeicher zurückgreifen. Er hat ja insgesamt quasi knappe 3 Megabyte zur Verfügung. Und es ist auch so vom Handling her durchaus flotter, wenn ich mir hier mit der Maus rumfahre und den Mauszeiger bewege. Und schauen wir auch hier mal wieder in unseren Klassiker rein. Denn Solitär ist immer wichtig. Und das geht ein Ticken flotter durchaus von der Hand. Also man merkt, die erhöhte Rechenleistung kommt auch tatsächlich den einzelnen Programmen zugute. Jetzt schaltet man dann bloß einmal auch wieder hier in den Farbmodus um und dann versuchen wir mal die Slideshow von vorher, dieses F19 Demo, mal hier mit der AT1 anzuschauen. Hier haben wir allerdings tatsächlich nur den reinen CGA-Modus, einen Tandy-1000-Modus mit 16 Farben gibt es bei der AT1 nicht. So, dann putzen wir die AT1 mal im CGA-Modus. Im Übrigen, bei der AT1 ist genauso wenig wie bei der PC-Speed möglich, einen Co-Prozessor hinzuzufügen. Das sei bloß noch am Rande vermerkt. Wir sehen hier die etwas anders dargestellte Schrift, der Grafikadapter CGA eingeblendet. Aber ich habe wieder meine 2 MB Extended RAM und 640 KB Base RAM zur Verfügung. Booten wir mal von der Festplatte. Schauen wir uns ein bisschen das farbige Spielchen an. Nehmen wir wieder unsere F19 Demo von vorher. So, dann bleibt uns hier nichts anderes übrig, als dass wir CGA auswählen. Ja, das Bild vorher haben wir ja genauso gehabt, rein optisch betrachtet. Die wunderschönen 4 Farben. Wirkliches PC-Spiele-Retro-Feeling. Man merkt aber hier durchaus, dass es ein bisschen flotter im Aufbau ist. Jetzt gib Gas, Junge. Lass uns mal starten hier. Naja, also es ist ein bisschen schneller. Ob wir jetzt da bei dieser Flugsimulation wirklich von spielbar reden können, sei trotz alledem mal dahingestellt. Aber es ist wenigstens keine Slideshow. Und naja, ich denke, man kann schon erkennen, dass das Ding ein bisschen flotter ist als vorher, als die PC-Speed, als die V30 CPU mit 8 MHz. Gut, einen haben wir noch intern am Mega ST, den wir euch zeigen können, denn es gibt ja auch noch Varianten mit 16 MHz. Es gibt eine AT1 Plus, lass mal den Freund in der Zwischenzeit ein wenig fliegen, eine AT1 Plus, die hochgetaktet ist auf 16 MHz. Da muss ich dann müsste man dann ein Kabel im Atari anlöten, um an ein 16 MHz Signal zu kommen. Und sie unterscheidet sich eigentlich gar nicht viel von der normalen AT1. Es ist nur eine 16 MHz CPU drauf, mehr nicht. Im Amiga-Bereich war da die AT1 Plus für den Amiga 500 ja auch noch 512 KB Speicher verbaut und solche Sachen. Das hat sich anscheinend die Firma Vortex hier gespart. So, jetzt haben wir die Vortex AT1 ausgebaut. Ihr merkt schon irgendwie dieses Hintergrundrauschen, dieser kleine Gehörsturz quasi, der ist auch vorbei. Das Megafile habe ich dann lieber wieder abgeschaltet und bin zur anderen externen Festplatte zurückgekehrt. Da arbeitet nämlich eine CF-Karte drin und das Ganze ist dann deutlich angenehmer. Okay, wir nehmen hier das Acomodi AT-Speed und schalten jetzt dann direkt drüber quasi zur AT-Speed. Auch hier habe ich ja das gleiche Problem. Irgendwie will das Ding nicht von der Platte selber booten. Der findet die Partition nicht als aktiv. Naja gut, dann hat man halt eine Startdiskette, kein Problem. Oben auch eingeblendet, etwas gesprächiger wie bei der PC-Speed. Was habe ich denn als Main-Prozessor drinnen? Nämlich meinen 16 MHz 286er. Ich habe auch einen Co-Prozessor drauf. Habt ihr ja sicher schon auf dem Foto erkennen können. Unter diesem ganzen Kupfer, was ich hier verbaut habe, denn die Dinger werden durchaus ein bisschen warm. Und warm ist ja noch okay, allerdings können die auch ziemlich heiß werden. Und nachdem ich ja die Hardware nicht wirklich beschädigen möchte, wenn ich sie verwende, habe ich hier lieber ein bisschen Kupfer gegönnt. Dann bleibt es ein bisschen kühler, macht es auch ein bisschen angenehmer.
Auch hier Extended Memory. Und hier sieht man schon mal irgendwie ganz eine komische Zahl. Base Memory 704 KB, habe ich vorher schon mal gesagt gehabt. Wenn ich in einem CGA-Modus unterwegs bin, oder eben auch der Olivetti gehört da auch noch mit dazu, beziehungsweise im Herkules-Modus, dann wird dieser Basisspeicher durchaus etwas erhöht, nicht 640K, sondern 704 Kilobyte. Und der Extended Memory ist eine ganz eine komische Zahl. Und da kann ich auch nichts einstellen. Bei der AT-Speed ist es so, sie nimmt das, was sie kriegen kann. Und das ist genau das, was ihr der Atari zur Verfügung stellen kann. Wenn ich am Atari noch ein Programm laufen lassen würde, quasi so parallel letzten Endes, dann hätte ich noch weniger Arbeitsspeicher zur Verfügung. Und die AT-Speed, genauso wie die PC-Speed, erlaubt auch, so mehr oder minder zwischen beiden hin und her zu wechseln. Bei einem muss ich allerdings fertig sein mit meiner Arbeit, nämlich auf der PC-Seite. Dann kann ich nämlich mit der Escape-Taste einfach wieder zurück wechseln in TOS. Könnte jetzt in TOS irgendetwas machen. Und naja, wir wollen uns aber die PC-Emulatoren anschauen. Also zurück zur AT-Speed. Und dann lassen wir das Ganze mal booten. Hier kommt auch der Heime mit ins Spiel. Ich habe ein bisschen hohen Speicher zur Verfügung. Diesen XMS-Treiber, den brauchen wir dann. Und schauen wir uns im Monochrom-Bereich einfach auch mal ganz schnell unser SI an. Was liefert uns Norton Sysinfo? Ist, wie ihr sehen könnt, die Version 4.5. Und da komme ich zumindest auf 8.1. Das ist schon noch mal ein bisschen schneller als das, was die 8 MHz AT1s liefert. Ja, manche haben jetzt vielleicht geworden gehabt, hey, das Ding ist ja doppelt so schnell getaktet. Dann muss ja die Karte auch doppelt so schnell sein. Nein, geht ja auch gar nicht. Ja. Warum? Der Speicherzugriff kann nicht mehr schneller erfolgen als die 8 MHz, die das Subsystem am Atari verwendet. Das heißt, ich kann nicht mit voller CPU-Geschwindigkeit auf den Speicher zurückgreifen, also werde ich irgendwo ausgebremst und naja, wir sind mal zumindest um 1,5 schneller. Wir kommen auf 8,1. Von dem her, das ist in Ordnung und im Rahmen, was die Karte liefern kann, auch der richtige Wert. Schauen wir uns dazu gleich nochmal Windows an. In der Version 3.0 wieder. Ist ein klein wenig schneller beim Laden, liegt allerdings da durchaus auch daran, dass ich nicht das laute, langsame Megafile verwende, sondern das Ganze von der CF-Karte mache. Und gehen wir mal wieder auf unser Solitärspielchen. Und das ist durchaus flott. Also damit kann man spielen. Das mit den Farben ist wieder was ganz was anderes. Ja, also das Herz und Peak, Herz, Peak, das sollte man schon genau wissen, wie die Symbole ausschauen. Aber das ist durchaus eine vernünftige Geschwindigkeit und auch der Mauszeiger an sich bewegt sich in einer durchaus vernünftigen Geschwindigkeit, wenn ich arbeiten möchte. Ich denke, das ist der Firma Sack ganz toll gelungen. So, wie ihr erkennen könnt, befinden wir uns jetzt im farbigen Modus unseres Ataris. Ich nutze es gleich mal, weil ich bloß mal was nachschauen möchte, um euch das entsprechende Einstellungsprogramm zu zeigen. Gibt es natürlich auch dann für die AT-Speed, ähnlich wie für die AT-1s, ein kleines Programmchen, wo ich die entsprechenden Einstellungen alle treffen kann. Zum Beispiel Farbemulation und solche Sachen ist hier dann alles möglich. Gehen wir auch hier mal bewusst auf CGA. Er wird auch nichts anderes ansteuern können, das heißt, er schaltet automatisch in den CGA-Modus, weil, naja, in diesem Grafikmodus des Atari kann er nicht mehr. Ich kann hier auch die Festplattenzuordnungen treffen und sowas. Also durchaus eine gewisse Ähnlichkeit zu den einzelnen Sachen der Vortex-Karte. Gehen wir wieder raus, die brauchen wir jetzt auch gar nicht abspeichern, ich wollte es euch mal kurz zeigen. Wir wechseln über das Accommodi wieder auf unsere AT-Speed. Die bootet jetzt auch brav im CGA-Modus. Ansonsten vom Bootbild her genau das gleiche. Wer ganz genau aufgepasst hat, hat vielleicht festgestellt gehabt, dass sich das Bootbild bei der Vortex auch deutlich ändert. Im Monochrom-Modus schaut es ganz anders aus vom Aufbau her wie im CGA-Modus. Naja, der Firma Sack war das egal. Wir haben jetzt alles gleich lassen. Dann starten wir mal. So, jetzt sind wir wieder auf der Platte. Dann lassen wir mal einen rausfliegen, oder? Und jetzt muss ich schon mal was sagen.
wenn der Mick keine Stimme hat, das ist irgendwie fad, wenn man da die ganze Zeit allein was reden muss. Also eins sage ich der Mick, bitte das nächste Mal dope dich mit irgendwas, aber das ist, mir fehlt das Hessische, ja, das macht allein gar nicht so viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder fit. Ich sag nix. Zuallererst mal wieder in unseren vier Farben. Kennen wir ja schon das Spielchen von unserem Stealth Fighter. Er lädt und lädt und lädt. Voilà, jetzt sitzen wir im Cockpit. Geht durchaus einigermaßen flott vonstatten. Er schiebt die Throttle auf volle Pulle. Und los geht's. Ja. Es ist durchaus ein Ticken flüssiger wie mit der Vortex, wie mit der RT1. Es sind halt ein paar Megahertz mehr rein für die Berechnung an sich. Bringen ihm ja die 16 Megahertz was. Und da sind wir dann durchaus langsam in dem Bereich, wo man wahrscheinlich tatsächlich das Spielchen auch spielen könnte. Aber es sind halt diese unschönen vier Farben, diese besonderen Retro-Farben, nennen wir es mal so. Schauen wir uns das Ganze mal an, was macht hier der Tandy-Modus. Der, wie wir vorher bei der PC-Speed ja schon gesehen haben, deutlich mehr Rechenleistung abverlangt von unserem Atari für die Grafikemulation. Springen wir hier mal wieder raus, so einfach, wenn es im echten Leben wäre. Alt-Q und schon sind wir aus dem Flugzeug draußen. F19 ein zweites Mal und schauen wir mal in den Tandy-Modus rein. Auch hier kann man ja durchaus schon ein paar Farben mehr wieder erkennen. Das Bild an sich ist ja das gleiche wie bei der PC-Speed. Ist ja der gleiche Grafikmodus. Der Aufbau erfolgt, naja, durchaus ein wenig schneller. Und ich will es mal so formulieren. Die Slideshow läuft ein wenig schneller ab mit den 16 Farben. Aber eines ist die Sache definitiv nicht spielbar. So macht sicher keinen Spaß, die Bilder kommen schneller, aber okay. Wie gesagt, für diesen 16-Farb-Modus gibt es mit Sicherheit mehr statische Spielchen. Da rentiert sich das Ganze und schaut dann auch sicher besser aus. Naja, damit bin ich für meinen Teil am Ende und naja, wenn der Mick schon keine Stimme hat, dann holen wir uns halt noch jemanden mit ins Boot. Hallo Jan, und der wird uns dann noch was zeigen, was es am Mega STE noch gibt, was ich leider am Mega STE nicht zeigen kann. Weil die Karte habe ich, Klammer auf, noch, Klammer zu, nicht, nämlich eine AT1 mit dem 386er SX drauf. Also dann von mir schon mal ciao, ciao und bye, bye. Servus aus Bayern. Ja, hallo. Grüß Gott auch von mir. Jetzt kommt Schwäbische ein bisschen dazu. Wenn wir sind ja hier vollkommen international oder interdeutsch quasi. Ne? Bloß da ist das Hessische heute. Das fehlt. Ja, das kriegen wir auch wieder hin, das Hessische. Wie der Kollege schon gesagt hat, gibt es ja auch noch andere Karten von Vortex. Vortex hat auch 386er Karten verbaut. Und diese 386er Karten gab es unter anderem für den Mega STE. Eine Weiterentwicklung damals vom ST, und der Mega STE hat ein paar Besonderheiten, was auch die Geschwindigkeit des kompletten Gerätes etwas nach oben bringt. Der Vortex 386 SX wird auf die 68000er CPU draufgesteckt sozusagen. Das heißt, beim Mega STE wird die 68000er CPU entfernt, es wird dann die Vortex-Karte draufgesteckt und dann kommt wieder die 68000er oben drauf. Schauen wir uns mal die Software an, die etwas ähnlich ist wie die von der Advance auch. Gehen kurz einmal in das Install-Programm rein und haben da ein paar Menüpunkte mehr. Wir sehen hier unten gleich die 386 SX Emulator. Die Grafikemulationen sind die gleichen, wie wir vorher schon gesehen haben, aber wir haben hier noch ein paar zusätzliche Menüpunkte. Denn der Mega STE wird nicht mit 8 MHz getaktet, sondern mit 16 MHz und hat auch noch einen externen Cache-Speicher dazu, den man abschalten oder einschalten kann, was auch Geschwindigkeit auf den kompletten Emulator hat. Zusätzlich gibt es dann Normalmodus und den Fast-RAM.
denn die Vortex 386 SX hat vier Bausteine, wo man noch 512 Kilobyte zusätzlichen Fast-RAM, wo das gesamte System erheblich beschleunigt. Wenn wir hier 8 MHz angeben, dann wird auch der 386 SX mit 8 MHz getaktet. Wenn wir 16 MHz angeben, wird er mit 16 MHz getaktet, so wie das Hauptsystem auch. Wir starten jetzt als erstes mal das System auf dem Normalmodus, also lassen das Fast-RAM einmal weg und mit dem 16 MHz. Einmal Quit, speichern und starten. Und gleich kommt dann die Umschaltung auf den PC-Modus von der 386, der im Olivetti-Modus mit den 4 MB RAM insgesamt gestartet wird. Das heißt, alle Funktionen, alles RAM, was vom Atari verfügbar ist, wird hier auch dann gestartet. Du hast doch einen Commodore verbaut. Schau dir das einmal an. So, ja. Der Kollege hat es gleich gemerkt, dass wir ein MS-DOS von Commodore genommen haben, dass wir jetzt auf einem Atari unter PC-Modus laufen lassen. Völkerverständigung. So, dann gehen wir mal in den Porton rein und sehen mal, wie schnell das gesamte Gerät ist. Und wir sind bei 12,1, ohne das Fast-RAM mit 16 MHz angelangt. Das ist deutlich schneller, also da merkt man wirklich, das bringt was. Auch die 16 MHz natürlich und der 386er ist halt auch eine deutlich leistungsfähigere CPU. Da werde ich jetzt direkt neidisch. Tja, jetzt gehen wir wieder einmal raus aus dem gesamten Gerät und starten das Gerät in dem neuen Modus. Wir können hier rausgehen über den GameDOS-Befehl, denn wenn wir einen einfachen Reset machen, dann sind wir in diesem Gerät immer wieder im PC-Modus drin. Wir kommen nicht mehr zum Atari. Wir sind gefangen, Hilfe! Ist allerdings bei der SAC, wie ihr gesehen habt, genau das Gleiche. Nun startet der Atari wieder neu. Das dauert ein wenig hin, den RAM-Test brauchen wir natürlich nicht. Hier noch eine kleine Eigenart. Hier ist noch eine Grafikkarte, eine externe verbaut, deshalb kommt noch eine Zusatzmenüfunktion. Wir gehen wieder in das Installprogramm rein. Wählen jetzt das Fast-RAM an. Speichern ab und jawohl, wir wollen starten. Wir sehen dann auch gleich oben in den Einstellungen, dass Fast-RAM angegeben ist. Und haben jetzt unseren MS-DOS wieder gestartet. Starten SI. Und haben 15,7. Da sind wir dann auch tatsächlich in dem Bereich, was die Commodore A2386 mit 16 MHz circa schafft. Also auch da ganz ordentlich und ganz eine vernünftige Geschwindigkeit. Aber Fast-RAM Pflicht, merken. Hier läuft natürlich auch Windows. In der 3.0-Version, in der erweiterten Version, in der Enhanced-Version drauf. Es wird auch viel mehr RAM-Speicher benutzt und dann wird das alles etwas flüssiger. Lädt nur die Windows-Gedächtnisminute. Und das ist ja dann der erweiterte Modus, den er automatisch dann sich einstellt. Wir haben auch ein bisschen mehr Speicher zur Verfügung im virtuellen Bereich. Du darfst auslagern, das darf mein 286er nicht. Und die Spielchen sind alle auch wieder drauf. Hier geht es auch bloß um Solitär. Ja, das, wozu braucht man schon Windows 3.0? Das heißt, der macht dir eigentlich aus diesen vier Farben, du bist ja eigentlich aus dem Monochrom-Monitor angeschlossen, der versucht das Ganze dann in Graustufen darzustellen. Genau, korrekt. Im Endeffekt.
Naja, ist jetzt nicht ganz so hässlich wie dieses Magenta und Cyan, muss ich sagen. Es gibt auch schöne Monochrom-Zeichenprogramme. Über den Sinn können wir jetzt einmal streiten, denn wir sind ja hier in einem Zweifarbenmodus drin. Ups, das war natürlich der falsche Modus. Hui. Malen in Schwarz-Weiß hat natürlich schon einen gewissen Charme, den wir hier haben. Aber es ist möglich. Wir könnten hier auch in einen Farb-CGA-Modus gehen, wie der Kollege vorher gezeigt hat, und hätten dann auch ein bisschen mehr Farben. Dann natürlich auch etwas langsamer, weil hier auch wieder der Atari die komplette Rechenleistung übernimmt. Da brauchen wir dann als Künstler Fantasie, um sich die Farben vorstellen zu können. Ja, das wäre der 386 SX, der von Vortex dann die oberste Riege sozusagen war, die auch es auch für den Mega ST gab und dann direkt aufgesockelt werden konnte. Tja, es gab dann auch noch eine AT Concorde, die darf man nicht vergessen, zumindest zum Erwähnen, weil mehr als erwähnen kann man da eigentlich nichts. Die AT Concorde taucht in der einen oder anderen Atari-Zeitschrift mal auf und das ist wohl eine AT Speed. Die gibt es ja auch noch von der Firma SAC. Da gibt es nicht nur die PC Speed und die AT Speed C16, sondern auch dazwischen noch eine normale AT Speed mit 8 MHz. Und diese AT Concorde ist wohl ein Klon davon. Und dann war mal so ein komisches Delta-Omega-Modul angekündigt in einer Atari-Zeitung. Ein 386er SX und der hätte eine tolle Möglichkeit gehabt. Angeblich ja mit bis zu 3 ISA-Slots und ich hätte dann eine VGA-Karte oder auch IDE-Controller einbauen können. Leider, bis auf das eine Bild, was in dieser Atari-Zeitung drinnen ist, habe ich dazu wirklich nichts gefunden. Genauso wenig wie zu den Erweiterungsmöglichkeiten, die es angeblich für den Supercharger mal hätte geben sollen. Da habe ich mal was gelesen, es war aber eine 286er und auch eine 386er Erweiterung in Planung, genauso wie ISA-Slots, die ich irgendwie, also ein neues Gehäuse quasi mit ISA-Slots, die man dann hätte ansprechen können, aber leider habe ich davon noch nie etwas gesehen. Danke Mick fürs Filmen und vielen Dank an Multiana, vielen Dank an dir Jan. Ein zurück vom kleinen Atari-Ausflug. Ciao, ciao und bye, bye. Bye, bye. Atari selbst nahm zwar mal Anlauf, eigene PC-Hardware für seine Homecomputer zu entwickeln, aber wirklich erschienen ist am Ende dann doch nichts. Da war Commodore mit seinen Bridgeboards schon erfolgreicher unterwegs. Die PC Speed entstand übrigens aus dem Bastelprojekt des Studenten Hans-Jörg Sack. 1989 brachte er das Teilchen dann auf den Markt und für die Fertigung der ersten 1000 Serienexemplare hat ihm seine Mutti die Kohle vorgestreckt. Solche Mütter lobt man sich doch. Zumal ihre Investition sich gelohnt haben muss, es wurden immerhin 21.000 PC-Speed-Einheiten verkauft. Abschließend geht ein besonderer Dank an die Hochschule Augsburg, an Professor Dr. Hubert Högel, Professor Dr. Wolfgang Klüver und Professor Dr. Ingenieur Thorsten Schöle für die Leihstellung der PC Speed Hardware. Und selbstverständlich möchte auch ich mich ganz herzlich bei Blind German und beim Multianer bedanken, welche ja im Prinzip diese Yesterchips Folge beinahe komplett in Eigenregie realisiert haben. Jungs, das war klasse. Das können wir jetzt öfters so machen. So kommt neben meinem Hessisch auch noch nettes Bayerisch und Schwäbisch mit ins Portfolio der Yesterchips Audiospuren. Ja, mei, ihr müsst euch dran gewöhnen. Bis zum nächsten Mal dann, Adele, ciao und bye bye. Servus, euer Mick.